Okay, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Minecraft Star bzw. Onbo. Wir wissen immer noch nicht, wie es heißt. Zusammen mit Rize, hallo. Hey, servus. Genau, und ich hoffe mal, dass wir heute hier irgendwie ein Ziel erreichen, ein Zwischenziel. Letztes Mal war es ja jetzt nicht so erfolgreich, aber ich denke mal, das können wir heute ändern. Aber heute habe ich mal Bock drauf, also heute ruft mich die Couch. Ja, na, ich habe heute auch irgendwie mehr Bock. Beim letzten Mal war dann direkt die Luft raus, ne? War ein bisschen komisch. Ja. Aber ich denke mal... Aber irgendwie jetzt mal was anderes, bisschen Challenge hier, bisschen, weißt du, was ich meine? Ja, genau. Letztes Mal war es normal, weil wir halt einfach am selben Tag gestartet haben, wo wir auch Horror gespielt haben. Ja, genau, das zieht einen ganz schön runter, das Projekt. Also, da liegen die Nerven blank, sag ich mal. Wie du immer noch den Halloween-Skin drin hast von Horror. Oh, ach so, ja. Na, das sind noch die Spätfolgen, weißt du. Ich hab's noch nicht auskuriert, die Krankheit. Das ist ein Creeper. Aber lass mal versuchen, ihn irgendwie zu killen, ohne dass da was explodiert und aber auch ohne dass der runterfällt, dass wir seinen Cheeseburger bekommen, weißt du, was ich meine? Ah ja, genau. Na, dann lock ihn mal an. Und am Ende droppt er nichts, das wäre natürlich deprimierend. Oh nein. Okay, na super. Oh. Was war das denn? Der schreit einfach von 10.000 Blöcken weit weg, hat er sich einfach weggedingst. Ja, ja, ich hab's auch gesehen, dass der einfach sich nicht zurücksetzt und den Ladezustand behält. Das ist so dumm immer. Das ist echt so, Digga, ich bin Blöcke, 10 Blöcke gefühlt von dem weg, der sprengt einfach trotzdem durch. Aber wollen wir das da drüben behalten als Mob-Farm-Spot oder wollen wir lieber woanders das machen? Wir können ja noch eine extra Mob-Farm so aufbauen und da hinten kommen dann zum Beispiel nur solche Büsche und so hin. Also wir gucken jetzt, das davon sollte eigentlich so unsere Farm-Insel, ach klar, was wir da machen. Jedenfalls bräuchte ich nicht, weil es halt echt das Spiel wieder weiterkommen. Kannst du mal ein bisschen die Tiere hier irgendwie auch mal ein bisschen einsperren? Ja, ich probier's, also ich würde die das mal... Das ist echt abfuck, wie die ganze Zeit rumlaufen. Da muss ich erstmal die Plattform erweitern, weil so geht das hier nicht weiter mit dem bisschen Platz, was wir hier haben. Dann müssen wir einen Anstieg haben auf mal einen vollen Block und dann kann ich ja Zäune setzen. Du scheiß Schaf! Hier ist eine Kiste. Oh. Oh, toll, mit Apfeln, mit zwei Apfeln und Süßbeeren, Alter, das ist jetzt vollgebracht. Oh, ja, Reichtum, ey. Ja, Mann, also jetzt ist das Spiel aber gönnerhaft, ne? Okay, also endlich mal. Bisher haben wir ja so lange gewartet. Na, willst du ja noch die Baumform erweitern in die Richtung oder eher nicht? Da würde ich nämlich hier das direkt schon nutzen als Stall. Oder hier drüben wäre eigentlich besser. Wohlwollendes Geschenk. Ey, Digga, hier ist ja nur Scheiße dran. Hm. Ich glaube, wir erreichen gerade das nächste Level. Ach so, okay. Ja, das wäre ja auch geil. Ich mache ja erst. Hier ist gerade Bedrock getroppt. Ja. Ah, stimmt. Und dann zählt es so runter. Aufwertung. Du hast Phase 2 erreicht, der Untergrund. Ah, ey, hä? Oh lol. Ach du Scheiße. Oh, shit, ich glaube, den müssen wir... Ich glaube, die Sachen verlieren. Ich glaube, den müssen wir aber einsperren, oder? Weil das ist ja ein Villager-Zombie. Ich glaube, den brauchen wir später noch. Nicht killen. Ich habe den schon ein paar Mal geschlagen. Kannst du irgendwie schnell irgendwas, dass wir beide vorher wegrennen, irgendwas gerade machen? Naja, wir könnten den da drüben hinhauen. Lock den mal hier nicht her. Nicht hauen. Ich hab den gerade schon ein paar Mal mit der Axt geschlagen. Ich glaube, der ist im Moment tot. Oh, nicht mehr shit. Schlagen. Ja. Wie macht man das jetzt? Jetzt wird's aber nur auf mich gefokust, ne? Ja, genau. Wir müssen ihn jetzt irgendwo hintreiben, wo es sinnvoll ist. Vielleicht hier hinten oder wie auch immer. Warte, ich halte den ab. Okay. Oh. Oh nein. Okay, ich hab eh die Sachen in die Kiste getan. Ah, jetzt ist er auf mich gefokust. Okay, jetzt kann ich ihn steuern. Was für ein Kampf. Pass wie ein Schwein auf. Wir gehen irgendwo da vorne ein. Ja, naja, ich mache hier einen auf Trick 17. Oh, wir haben jetzt endlich mal Stein bekommen. Das ist sehr gut. Guck mal hier, ich konnte den aufhalten mit nur einem Zaun. Wir müssen natürlich jetzt aufpassen, dass der nicht despawnt da hinten. So, auf jeden Fall mache ich als erstes mal einen Ofen, dass wir Holzkohle und Fackeln machen können. Ja, ich baue mal hier noch eine Plattform und zwar einmal so ein Gehege, wo der Typ reinkommt und dann eins, wo irgendwelche anderen Mobs reinkommen, also die Tiere. Und wir müssen aufpassen, ah ja, es bleibt noch ein bisschen Nacht, denn sonst brennt er ja weg, ne? Stimmt! Ja, müssen wir ein bisschen uns beeilen. Ich hoffe mal, wir haben genug Holz, weil ich würde das ja alles mal mit Holz machen. Weil Stein kriegt mir ja gerade noch nicht so. Oh, Sig, macht das doch nicht auf so eine obere Plattform. Doch, müssen wir, damit die Zäune und ach so. Hier. Ach so, schau. Wir brauchen halt dann nur was zum Ausleuchten, damit hier keine Mobs spawnen später. So eine Größe ja reicht ja. Wir dürfen dem halt nicht zu nahe kommen. Und wichtig ist das Dach, wie ich hier die ganze Zeit wieder nur mit einem Leben rumlaufe oder anderthalb. Diese scheiß Tiere müssen aber auch mal alle weg, die sind auch echt zum Kotzen, ne? Hm, das stimmt wohl. Die müssen wir echt mal hier rüberziehen. Aber erstmal den Typen holen. Müssen wir uns ein bisschen... Och nee, jetzt kommen die Schafe, jetzt kommen die ganzen Tiere entgegen, die fallen alle runter. Hm. Aber bald ist das Gras wenigstens drüben. Oh, wir haben Kohle. Oh cool. Oh nein, scheiße. Ich sterbe. Hm. Ja. Ach so, du bist gestorben, hast ein Erholungspaket erhalten. 3 von 3. Ja, du hast ja jetzt auch jetzt verloren, ne? Oh jo, das Skelett stoppt da wegen dem... Eisen.
Hä? Echt? Ah. Das ist sehr nice. Was brauchen wir an das Seed? An das Seed? Na, bestimmt um irgendwie... Oh, Scheiße! Hä? Hier ist gerade Kies gespawnt, aber alles nach unten geflogen. Hat gerade total Sinn gemacht vom Spiel. Ah, shit. Aber ich glaube, das kommt zwischendurch immer. Das ist so ein Bug, weißt du? Das ist nur ein Anzeigeding. Das hatte ich nämlich letztes Mal auch. Wenn das ein bisschen leckt, dann wird das so dargestellt. Oha, hier kommst du gespawnt zur Pilzkugel im unendlich Essen. Oh, ja, stimmt, ey, da hol ich mir erstmal ein bisschen was. So, hier, ein paar Schüsseln für dich. Dankeschön. Und wieder Kies war hier. Na, das kommt oft da. Aber irgendwann kommt bestimmt auch richtiger Kies mal als Drop, aber dann in der Form von einer Kiste, die dann wahrscheinlich das beinhaltet. Oh, eine zweite Pilzkugel. Ja? Ja, jetzt können wir eigentlich schon alle farmen, ne? Also farmen. Hier ist eine Kiste mit Leder und wir haben Fischensetzlinge jetzt. Das ist cool, weil Fischensetzlinge ist mein liebster Baum. Ja, das stimmt. Endlich mal mehr Holz. Ja, noch geiles Holz, weil Fische finde ich am besten aus. Na. Hallo, ich sehe gerade hier, ich glaube diese ganzen Sorten wechseln nicht mehr so krass durch. Ah doch. Shit. Wie groß soll denn der Stall werden erstmal? Ich würde sagen, wir brauchen schon ein bisschen größeren hier. Also nicht alle Tiere in einen, sondern wir lassen schon alle nach Rasse aufteilen. Ach so, ja. Also, warte mal, wir haben Kühe, eins, Schweine, Hühner, Schafe und Pilzkühe, also fünf Stück. Na. Guck mal, wir wollen ja hier eh später eine große Plattform haben. Bau einfach hier so raus, hier hinten so raus, dann machen wir rechts und links, machen wir ganz viele in derselben Größe, dass es auch wenigstens gut aussieht. Weißt du, überall in derselben Größe solche Dinge. Ja, na. Dann haben wir das einheitlich. Muss dann auch was aussehen. Können wir so später so eine Art Street machen, weißt du, so links und rechts überall. Boah, fuck, einfach aus so in den Pilzkuh geschlagen. Hä? Ja, lol. Oh, was hat schon... Oh nee, das Ding können wir töten, oder? Ja, da gibt uns eh nur einen Helm. Ah, und Eisen. Lol. Ich hab ein Eisen bekommen, das ist blöd. Not bad. So, jetzt mache ich mal so viele Zäune wie irgendwie aber lass so machen, dass du die Pilzkühe nach ganz vorne machen, falls wir essen und dass wir dann immer direkt hier hingehen können, weißt du? Ja, stimmt. Da haben wir so ein Zapfahren. Ja, wir müssen vielleicht mal irgendwie Weizen anpflanzen, ne? Ja, das wäre auch mal nötig. Haben wir da schon alles für? Nein, wir haben kein Wasser. Aber ich habe Wasser. Doch, stimmt. Eins zumindest. Und das können wir auch vermehren mit Bonemehl. Haben wir da schon was? Hast du Wasser einmal? Ja, hier hinten. Habe ich gerade entdeckt irgendwie. Hätten wir schon längst... Mach doch mal diese ganzen Items, die wichtig sind, alle mal in die Kiste. Das mach ich auch ganz halt. Die Sachen, die wir nicht verlieren dürfen. Ja, hab ich eigentlich alles drin. Aber ist ja auch Keep Inventory an. Also ich hab das zumindest immer wiederbekommen. Oder nicht verloren. Ich hab alles verloren. Hä? Lol. Wie geht denn das? Oh, schon wieder so ein Ding. Oh, sogar zwei. Oh, nee. Warte, da kriegen wir aber bestimmt wieder gute Rare Drops. Aha. Nee, doch nicht. Ich dachte, wir haben das hier in der Map so eingestellt, dass es immer irgendwas gibt. Oder meistens. Sag mal, ist die andere Pilzko runtergeflogen? Wir hatten doch gerade zwei. Hä? Weiß ich nicht. Ah, die ist doch hier rumgerannt, gell? Oh, hier toll. Ah. Von allen Viechern, warum muss denn genau die Pilzko da runterjumpen? Na, aber es sind bestimmt auch schon viele andere hier runtergefallen, also... Ich kann ja, aber hier sind 10.000 Schweine, Digga. Die Pilzko ist doch gerade das Wichtigste. Ja, das stimmt. Sollen das Ding hier denn fahren? Oh, hier sind Kaninchen gespawnt. Oh, okay. Ja, die können wir auch züchten. Ah, da brauche ich ja noch ein Gehege mehr. Ich komme gar nicht hinterher. Ja, parken wir erstmal rum, mach einfach so eine Plattform hier. Ja. Ich meine, guck mal in die Kiste, wir haben ja genug Holz, du könntest eigentlich in Ruhe weiterbauen. Obwohl, nee, das ganze Eichholz ist weg. Ja, genau, das ist ja das Ding. Ich habe gerade nicht mehr so viel. Hier vorne werde ich dann wahrscheinlich alles mit Zauntoren zumachen. Dann machen wir hier immer so einen langen Gang, sag ich mal, wo die dann sich suhlen können. Jetzt brauchen wir auch langsam mal Holzkohle. Also das Holz geht schon gut weg gerade. Oh lol, jetzt ist hier gleich wieder so ein fetter Baum gekommen, ey, ich raste aus. Ja, wenigstens kriegt man Holz, aber so viel jetzt auch wieder nicht. Macht schon tatsächlich diesen Steps, damit kein großer Baum wachsen mehr kann, weißt du? Ja, genau. Okay, hier ist eine Karotte drin, das ist gut für die Schweine. Ah ja, das stimmt. Ja, haben wir. Aber je mehr, desto besser natürlich. Können wir gleich anpflanzen dann. Ach, wo wir gerade reden, hier ist noch eine Pilzkuh gerade gespawnt. Aber die andere ist gerade runtergejumpt, vor meinen Augen, ich kann es nicht glauben. Ach nein. Hä? Ja, die eine spawnt gerade und vor meinen Augen springt die andere auf einmal runter. Als ob, aber naja, es sieht zumindest so aus, als würde man noch ein paar mehr kriegen. Hä, hier, die Karnickel sterben die ganze Zeit, die Kaninchen. Hä, Leute, die sterben an den wachsenden Bäumen. Die werden davon erschlagen. Ach, das ist doch dumm. Ah, Mann, die ganzen Slabs sind, glaube ich, das teuerste hier an den Gehegen. Also die Zäune gehen dann noch. Wenn hier mal eine Lava irgendwo das alles anbrennt, dann ist alles vorbei. Wo spawnen hier auf einmal nur aggressive Mobs? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, die Schwierigkeit nimmt auch zu mit der Zeit. Ach, bitte nicht übrigens die Kohle verkraften, ne? Nur die Holz, nur Holzkohle, wenn es geht.
Ach so, na klar, genau, hatte ich eh nicht vor, anders. Was so ein bisschen nervt ist, dass die ganzen Kisten benannt sind, weil die Stecken sich dann alle. Ja, stimmt. Mach ich mal jetzt erstmal ein Thumbnail hier und dann beende ich die Folge fürs Erste. Ja toll, unsere Schweine sind tot. Wieder alles kaputt, ey. Hauptsache die Pilzkot überlebt. Ja, ey, die ist wirklich so der Stein der Brandung, der Fels in der Brandung. So, dann würde ich sagen, war's das mit dem Video. Danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.